Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog und wie jeden Herbst sind wir wenigstens ein bis zweimal bei Oyama. Und wer die Oyama Koi Farm kennt, wer unsere Blogs anschaut, der weiß, Oyama ist experimentierfreudig auf der einen Seite, macht immer ganz besondere Geschichten. Dieses Jahr was ganz Besonderes, da gibt es aber noch einen Extra-Blog dazu, den habe ich schon vor 3 Wochen aufgezeichnet. Und ansonsten hat er so sein Standardprogramm Kohaku Sanke Showa, aber hier auf gar keinen Fall Mainstream. Also man schaut bei ihm in die Becken rein. Und man denkt so im ersten Moment, weil die meisten Leute sind ja so zeichnungsorientiert, denkt man im ersten Moment, naja. Wenn man aber anfängt, genauer zu schauen, wenn man die Fische mal von der Qualitätsseite, von der Körperseite anschaut, dann sieht man, dass hier sehr muskulöse Koi unterwegs sind und auch Koi von einer extrem hohen Farbqualität. Und das ist auch das, was sich Oyama auf die Fahne geschrieben hat. Er will nicht dem Mainstream folgen, sondern er will Qualität produzieren. Und diese Qualität hat ihm auch eingebracht, dass die größten Koi-Farmen Japans hier mittlerweile herkommen, um Elterntiere zu kaufen, um altes Blut zu kaufen. Das ist ihm ganz arg wichtig. Oder ist ihm nicht wichtig, aber das ist natürlich eine hohe Anerkennung für ihn. Was hat er dieses Jahr Besonderes gemacht? Wir schauen jetzt einfach mal in die Becken. Wir laufen mal kurz durch alle 3 Glashäuser durch. Dann kann ich das ein oder das andere Wort verlieren. Hier hat er einmal sein Jumbo-Becken, so wie wir es kennen. Schwimmen sehr viele Kundenkoi drin. Überwiegend Gosanke. Und Sie sehen jetzt gleich, dass das zeichnungsmäßig, schauen Sie mal den Sanke, der jetzt unten vorbeischwimmt. Es ist jetzt schwer, durch den Schatten scharf zu stellen. Das ist so der klassische Fall. Von der Zeichnung her eher durchschnittlich. Und das ist jetzt nicht frech gemeint. Jetzt verkrümelt er sich auch klein. Das war er nicht. Hier kommt er. Eher durchschnittlich, aber von der Farbqualität, wie man es eigentlich nur von den ganz alten Sanke-Blutlinien her kennt. Die neuen Sanke-Blutlinien sind ein bisschen mit den Kohaku verwässert worden, was dem Sanke allgemein so ein bisschen die traditionelle Qualität genommen hat. Dafür wird eigentlich das, was den Sanke eigentlich auszeichnet, was ihn auch vom Kohaku unterscheidet. Und so sieht man hier eigentlich einfach sehr viele Koi. Auch hier schauen Sie mal den Sanke an. Auch Weltklasse Sumi, Weltklasse Rot, aber von der Zeichnung einfach nicht das, wo man heute sagt, man kann auf die Koi-Ausstellung gehen und die Preisrichter überschlagen sich. Muss man natürlich auch sagen, die Konkurrenz auf Koi-Ausstellungen ist extrem groß, ist extrem stark. Und da müssen natürlich alle Kriterien passen oder es wird an alle Kriterien eine Mindestanforderung gestellt. Oder anders ausgedrückt, ein Koi kann, nur weil er jetzt eine extrem hohe Qualität hat, kann er dadurch nicht eine Zeichnung, die eventuell nur durchschnittlich ist, alleine dadurch kompensieren. Aber von diesen Koi, die qualitativ Überflieger sind, so auch dieser Sanke hier, schauen Sie sich das Rot an, das Schwarz an, absolut fantastisch. Von diesen Koi schwimmen hier einfach extrem viele und ich muss auch sagen, unsere Kunden haben hier jedes Jahr ihren Spaß, kaufen hier jedes Jahr den einen oder anderen Koi. Gerade vorhin wurde dieser Kohaku, der hier oben schwimmt, verkauft. Auch hier ein extrem dunkles Rot, ein extrem guter Körper. Der will jetzt gerade nicht kommen, aber von der Zeichnung einfach zu hell, für Koi-Ausstellungen nicht geeignet. Aber, auch das habe ich dem Kunden gesagt, wenn man den mal einige Jahre im Teich hat, hat man hier aufgrund der Qualität wahrscheinlich immer noch den Koi, wie man ihn heute kennt, wie man ihn heute sieht von der Qualität, allerdings einige Zentimeter größer. Wohingegen, wenn man jetzt den Fokus zu stark auf die Zeichnung legt, kann es natürlich passieren, dass die Qualität relativ schnell nachlässt. Und einem dann auch die beste Zeichnung nichts bringt. Hier haben wir als neue Varietät Kuchaku, hat er gezüchtet. Auch hier wieder sehr altes Blut, also die Kuchaku, wo Sie hier sehen, das ist so der traditionelle Kuchaku. Man sieht auch hier alles andere als Mainstream, hellorange, nicht diese dunklen Beni-Kuchaku, wie man sie heute kennt. Aber sie haben eine sehr schöne Mamme, also ein sehr schönes Matsuba durch die Bank. Sie haben schöne Körper, haben schöne Zeichnungen. Wobei das beim Kuchaku nicht ganz so wichtig ist. Aber auch das passt wieder genau in die Philosophie der Oyama Koi-Farm. Hier Kogane Ochiba, Koyo, die kennen wir ja schon. Oder Oyama nennt sie Kaede, das ist Ahornlaub. Die gelben hier. Das ist noch ein Becken mit Verkaufskoi. Arewa Zenbu aus Oya, ne? Das hier sind alles männliche Elterntiere über alle Varietäten, die er züchtet. Das ist Oyama selber. Ratte. Hi. Er ist also wirklich ein
Koi-Züchter, einer der wenigen, der in sehr jungen Jahren seine eigene Farm gegründet hat. Er war beim Togashira der wichtigste Mitarbeiter bei der Tamaura-Koi-Farm. Und er hat sich den Beruf selber ausgesucht, wohingegen viele, die heute im Koi-Geschäft tätig sind, da wurde das von den Eltern entschieden, dass sie das machen müssen, was ja nicht unbedingt negativ sein muss. Aber Oyama ist einfach schlicht und ergreifend ein Fischverrückter. So, jetzt gehen wir mal in sein Nisai-Glashaus. Nisai-Glashaus war Temuideska. Daijoubu. So. Oyama hatte sehr viel Glück bei den Regenfällen. Hier ist sein Privathaus mit seinem Privathund. Und im Juli bei den schlimmen Regenfällen hat sich nur ganz knapp neben seinem Haus ein Erdrutsch ereignet, der gar nicht so ohne ist. Zeige ich Ihnen ganz kurz, bevor wir ins Haus gehen. Die Erde in Hiroshima ist, was Chisuberi, die Erdrutsche, angeht, wirklich, wobei gefährlich ist, wenn der jetzt rückwärts fährt, weil dann bin ich weg. Sie sehen hier, da hat es richtig gerumst einmal. Und nicht auszudenken, wenn das jetzt 30 Meter nebendran gewesen wäre. So, jetzt sind wir im Nisai-Haus. Und hier haben wir die Gosanke, Showa Kohaku Sankewainai. Nisai no Sankewainai. Also zweijährige Sanke hat er dieses Jahr nicht. Und hier zeigt sich im Prinzip bei den Nisai das gleiche Bild wie bei den älteren. Weil ich jetzt auf den ersten Blick sagen muss, ist schon der ein oder andere Fisch dabei. Vor allem die Showa, die durch die Zeichnung auffallen. Hier sieht man es sehr schön. Aber die Qualität und die Körperform ist schlichtweg gigantisch. Letztes Jahr haben wir glaube ich auch einen Blog darüber gemacht, einen zweijährigen Showa verkauft, den der Kunde dagelassen hat. Ein Wahnsinnstier ist da aus dem Naturteich zurückgekommen. Absolut fantastisch. So, das ist die Top-Qualität. Das hier ist dann die 1B. Immer noch schöne Koi. Allerdings nicht mehr das, wo Oyama sagt, das ist so das absolut Beste für die Zukunft. Dann hier genauso. Aber aus? Mess. Ah, das sind die Kundenkoi, die schon verkauft sind. Hier haben wir Arewa. Das sind die günstigsten. Man sieht, das sind die wenigsten. Das günstigste geht immer noch am besten. Arewa. Und das ist so die mittlere Qualität. Wenn wir uns jetzt da nochmal kurz ein Auge reinwerfen. Schwierig mit der Spiegelung die Koi scharf zu kriegen. Auch überhaupt gar keine schlechten Fische. Schauen Sie mal den Showa an. Aber bei ihm ist es jetzt insbesondere die Körperform, die ihn dann von den besten Geschwistern hier unterscheidet. Wenn Sie dann den hier dagegen anschauen oder ihn hier. Das sind einfach Koi mit Muskelmasse. Und da gibt es kein Vertun. Auch die zwei sind dicke Freunde. Arewa Oya, ne? Das sind dann die weiblichen Elterntiere. Nicht mehr die schönsten. Aber hier müssen wir einfach die Unterscheidung Phänotyp zu Genotyp. Wie der Koi aussieht, spielt keine Rolle. Arewa Kuchakunoya. Schauen Sie mal an, da draus Arewa Nansai. Also das hier ist das Kuchaku-Weibchen und 25 Jahre oder vielleicht sogar älter, sagt Oyama. Und das ist dann wirklich sehr altes Blut, wenn man heute mit einem bereits 25 Jahre alten Elterntier züchtet.
So, hier haben wir dann einen Teil der Tosai von diesem Jahr. Hier die Showa. Nochmal Showa. Tanshu Showa wa ikura? Ich habe gefragt, was der Tanshu Showa kostet. Hat er gleich gesagt, da mehr. Das heißt, das wird nicht verkauft. Und hier Kohaku, Sanke und Kuchaku. Also Oyama ist wirklich eine Koi-Farm mit einem absoluten Plan und vor allem einer mit einer eigenen Philosophie, der sich gegen den ganzen Mainstream wehrt, das habe ich jetzt schon mehrfach erwähnt, sondern der einfach seine eigene Idee hat und dieser eigenen Idee auf Gedeih und Verderben folgt. Und Sie können sich vorstellen, Koi ist natürlich auch was, was Mode, gewissen Modecharakter hat. Und wenn Sie sich da auf eigenen Wegen bewegen, kann das natürlich wirtschaftlich schon weniger interessant sein zum Teil wie bei anderen Farmen. Aber Oyama hat, und das weiß ich auch hier in Japan, eine große Fangemeinde, die einfach geil und toll finden, was er macht und ihn vor allem auch als Mensch sehr schätzen. Das ist ein sehr zugänglicher Typ, immer für den Spaß zu haben. Und jetzt soll er uns nochmal in die Kamera lachen. Hi! Arigato gozaimashita! Hey, anata ima nansai? 49. 49? Anata? Urusei. 49? Er ist 49, ich dachte immer, der sei jünger als ich. Also wenn man genauer anschaut, so ein bisschen sieht man es schon. Hi! Wakakumiri! Hey! Hi! Arigato gozaimashita! Ich habe ihm jetzt noch gesagt, dass er jünger aussieht, da freut er sich. Also, ciao!